Wir sind in der Türkei, genauer im Teamhotel vom FC Aarau, wo uns der Physio- und Ernährungsberater Reto Jäcki das Mittagsbuffet zeigt. Hier haben wir Salat, das ist gut, oder? Im Prinzip dürfen sie hier eigentlich alles nehmen. Das weiss man manchmal selber nicht so genau, was da war im Buffet. Da muss man auch unseren türkischen Assistenztrainer fragen, was das alles ist. Aber die Spieler nehmen es meistens nicht, wenn sie es nicht kennen. Wie sieht es aus mit Brot? Im Brot sollen wir eigentlich eher zurückhaltend sein. Und vor allem wenn, dann halt schon eher ein Körnchen und das dunkle Brot. Kannst du dann mal jemandem etwas sagen? Gehst du zum Teller und sagst du, das läuft nicht? Ja, das sagen wir aber schon. Vor allem die jüngeren Spieler geben wir da noch ein Tipps. Von den Eltern erwarten wir eigentlich, dass sie es schon wissen. Aber es kommt auch immer auf den Trainer darauf an, wie diszipliniert er es haben will und wie nicht. Oder? Und die andere Sache ist natürlich, wenn wir jetzt hier Wochen extrem drauf schauen und daheim messen sie nachher wieder, was sie wollen und gehen im Mac, dann ist die Frage vom Nutzen nicht da. Pommes frites ist eigentlich natürlich ein No-Go, aber wenn man jetzt eine Woche oder anderthalb zusammen ist, dann muss man ja auch mal etwas haben, was dann fürs Gemüt ist. Und von dem her gesehen, dass wir da nicht immer so extrem drauf schauen. Pasta ist klar, das ist das, was vor dem Match eigentlich on vogue ist. Das ist schon das, was sie nehmen oder sollen nehmen und auch nehmen vor dem Spiel, das ist klar. Da ist dann die türkische Spezialität. Das Brot, das ist wahnsinnig gut, aber weniger geeignet für Fußball. Ja.